wenn einer nicht mehr zahlt, dann stimmt doch da irgendwas nicht. Da kann man doch nicht einfach mahnen. Da hätte man doch auch Verantwortung, mit jemandem zu einfach böse Briefe schreiben. Das reicht doch nicht. Ich stelle neben mich meine Schwarzfahrerchronik. Ein Bahnmitarbeiter verlangte viel für sein Schweigen, war ekelhaft, borderline. Suizidabsichten, geschlossene Station. Auslöser war meine Kindheitsbeschreibung meiner Eltern. Meine Brüder sind Alkoholiker, ich nehme täglich Tabletten gegen Depression. Synthetische Geborgenheiten. Mit den Eltern waren wir im Sommer 3 Wochen in Spanien. Sehnsuchtsort, alles duftete, klar, das Meer. Irgendwann wurde ich unglücklich. Vater trank, Mutter stritt. Manche Familien sind nicht füreinander gedacht. 2 Jahre trauerte ich, weil Papa ging. Du bist wie er, sagte Mutter. Arbeitete ihr Hass an mir. Ich war unerwünscht und bin es noch. 32 Jahre. Wollte nicht mehr leben, bekam der Gegenwart.